Der Gesundheitssprecher der FPÖ setzt fort bei diesem Thema, bei diesem Tagesordnungspunkt. Gerhard Kanjak. Danke, Herr Präsident, sehr geehrter Herr Bundesminister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Ja, ich kann meinem Vorredner nur zustimmen. Die Krise hat sehr viele Menschen in Österreich massiv gefordert, egal ob es jetzt im Gesundheitswesen oder in der Daseinsvorsorge war. Und es ist höchste Zeit, dass diese Menschen auch mehr als nur ein Dankeschön bekommen, dass sie auch eine finanzielle Entschädigung, eine finanzielle Anerkennung bekommen. Wir haben uns im Ausschuss stark dafür ausgesprochen, dass dieser Bezieherkreis ausgeweitet wird, deutlich über das, was die Regierungsfraktionen vorgeschlagen haben, haben das aber als ersten Schritt durchaus auch positiv aufgenommen. Uns wurde auch zugesagt, dass diese Beziehergruppe bis zum heutigen Tag, bis zur heutigen Plenarsitzung erweitert wird, und der entsprechende Abänderungsantrag wurde von den Regierungsfraktionen heute auch eingebracht. Der weitergehende Antrag von den Kollegen von der SPÖ findet noch mehr unsere Unterstützung, denn er ist einfach ganzheitlicher gedacht und wie gesagt, wir brauchen eine breite Anerkennung. Nur wir brauchen noch viel mehr als das. Ich habe so den Eindruck, dass die Regierungsparteien glauben, mit einem Dankeschön und einer einmaligen Anerkennung sei die Sache erledigt und man könne wieder genauso weiterwursteln wie im vergangenen Jahr. Dabei haben wir gerade im Gesundheitsbereich, gerade im Pflegebereich massive Probleme. Viele sagen, die Corona-Krise hat ja eine Brennglasfunktion gehabt, sodass die Probleme, die schon seit Jahren in diesem Bereich vorhanden sind, endlich erkannt worden sind und vollständig zutage getreten sind. Und deshalb frage ich Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren von der ÖVP und den Grünen, wo sind denn die Maßnahmen, dass diese extrem belastenden, ja überlastenden Situationen, vor allem auch im Gesundheits- und im Pflegebereich, im kommenden Herbst und Winter nicht mehr eintreten? Wo ist denn die Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die Menschen in diesen Branchen? Wo ist denn die angepasste und erhöhte Entlohnung für die Menschen in diesem Bereich? Und zwar nicht einmalig, Herr Bundesminister, nachhaltig für die Zukunft. Denn wie sollen wir denn zukünftige Pfleger finden? Sie wissen, wir haben einen massiven Pflegekräftemangel. Sie wissen, dass wir im intensivmedizinischen Pflegebereich eine Verweildauer von nicht einmal 3 Jahren von Pflegekräften in diesem Bereich haben. Dann wechseln sie den Beruf, weil sie es nicht mehr aushalten. Ja, wo sind denn die Verbesserungen? Und wo sind die personellen Aufstockungen, sowohl im intensivmedizinischen und pflegerischen Bereich als auch bei den Gesundheitsbehörden? Nun, wenn man über Aufstockung in diesem Bereich redet, dann sollte man natürlich auch den Ist-Zustand auch tatsächlich kennen. Und ich frage Sie, Herr Bundesminister, wissen Sie eigentlich, wie es mit den Kapazitäten in unserem Spitalswesen tatsächlich ausschaut und wie viele Amtsärzte wir in Österreich haben, wie die Gesundheitsbehörden tatsächlich aufgestellt sind? Wenn ich mir die Anfragebeantwortung von vor gut einer Woche anschaue, wo Sie schreiben, dass Sie keine Ahnung haben, wie viele Amtsärzte wir in Österreich haben oder wie viele offene Stellen, dann habe ich da irgendwie Zweifel daran. Deshalb möchte ich Ihnen, nachdem wir die Bildungsdebatte hinter uns haben, vielleicht eine Hausaufgabe mitgeben. Sorgen Sie dafür, dass die Arbeitsbedingungen für die Menschen in den Gesundheits- und Pflegeberufen verbessert werden und dass es eine nachhaltige, verbesserte Entlohnung für die Menschen in diesem Bereich gibt. Sorgen Sie dafür, dass jetzt mit einer Personal- und Kapazitätsplanung begonnen wird, die uns dann im Herbst und im Winter die entsprechende Sicherheit gibt. Und setzen Sie sich mit dem Regierungskollegen Blümel in Kontakt und sorgen Sie dafür, dass dafür auch die entsprechenden finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt werden. Vielen Dank. Gerhard Kanjak war das von der FPÖ. Er ist Gesundheitssprecher seiner Partei und selbstständiger Apotheker.